Hallo Leute, ja, wir hatten letztes Mal die Händler hier auf dem Plan und müssen jetzt unseren Broker, der da hoffentlich schon ist, dann aktivieren und müssen wir den handeln. Können hier gleich nochmal gucken, was wir hier noch für Sachen haben und dann schauen wir nach dem Logo weiter. So, hier haben wir Stray Doe Rabbit has given birth. Okay, ist Nachwuchs gekommen. Left-click for Red Center and Expand Options. Click, okay, the Bookkeeper Tourist is sparing. Is sparing is, achso, das ist das Ding ins Trainieren. Left-click for Red Center. Achso, ja, the third tourist attracts the immigrants this season. Okay, alles klar, da haben wir Karan, haben wir auch. There is nothing to catch in the Northern Swamps. Okay, da gibt es gar nichts zu ernten für den jetzt. Und das hier, Left-click for Red Center. Achso, das ist jetzt da, genau, okay. Achso, da waren sie gekommen. Das war jetzt verkehrt. Wir gehen wieder hier. F war jetzt auch nicht richtig und schon gar nicht mal die Maustaste bewegen, ohne irgendeine Shift-Taste zu drücken. Ne? Nicht Stift, sondern Steuerung ist es. Und dann sollten wir mal schauen, ob wir hier handeln können, oder? Da habe ich wohl wahrscheinlich wieder falsch geklickt. Broker requested, move goods to a. Das haben wir doch alles schon gemacht, oder? Aber Trade geht noch nicht. Lass mal gerade laufen. Ne, nicht da. Da. Trade geht nicht. Ja, weiß ich nicht. Die packen noch aus oder packen wir aus? Das ist die Frage. Hier haben wir nochmal, sagst du, Sparring. Okay, wir haben zwei, die noch im Trainieren sind. Wo ist unser. Ah, kann ich den nicht aufrufen, ne? Wie heißt denn der Broke? Englisch Mubunalat oder so ähnlich. Ist der denn da? Weiß ich gar nicht. Können noch nicht handeln. Aber die bringen auch noch Betten ein und so. Das ist nicht, wenn, dann sitzt er, glaube ich, hier hinter, ne? Nee, dann wird es ja da oben stehen. Ich glaube, der ist noch nicht da. Handeln geht nicht, weil der Broker nicht da ist. Lass uns mal gerade gucken, nicht, dass der hier irgendwo steht. Englisch, da ist er doch, Expeditionsleader. Der ist hier am Trainieren. Das ist schlecht. Was steht hier jetzt nochmal? Da ist Nachwuchs gekommen und die sind am Trainieren. Da steht er ja auch bei. Das heißt, ich muss das wieder ändern. Da. Aber wie kriege ich das jetzt ausgeschaltet? Gute Frage, ne? Beziehungsweise, ich glaube, das machen wir anders besser. Kann ich den rausschmeißen hier? Dann ist der jetzt erstmal weg da aus der Gruppe. Cancel an order does not affect the old orders. Wie kriege ich den hier raus? Click somebody to assign the position one. Nee, das will ich ja nicht. Der Train steht da jetzt. Nee, ich will nicht trainieren. Ich möchte, dass er nichts macht. Kriege ich das hin? Oder kann er, aber die Squad konnte man, glaube ich, nur komplett löschen und dann konnte man einen dir wieder hinzufügen und einen nicht hinzufügen, dass einer entlassen war, oder? Wie war das? Off Duty. Clear. Hat er das jetzt?
So, da muss ich glaube hier hinklicken. Ja, die gehen jetzt weg. Jetzt bringen die alle Sachen hin. Jetzt kann ich endlich handeln. Gut. Gut, dann geht's ja schon mal, ne? Wir müssen erstmal gucken, wie viel können die denn mitschlüren. Wo ist das Gewicht? Trader Profit Allowed Wide 240. Die Betten können wir alle erstmal wegtun, haben wir gesagt, ne? Und so wie es aussieht, können wir die tatsächlich alle mitnehmen. So, und jetzt die Bracelets. Okay, da sind ich die alle nehme. Okay, dann sind die Betten zu schwer. Fürs Bett kriege ich aber mehr Geld. Das heißt, ich nehme mal ein Bett raus. Was haben wir noch hier? Sonst nix. Das heißt, wir können nur ein Bett nicht verkaufen. Vom Gewicht her, ne? Aber wir nehmen denen ja was ab. Das heißt, dann geht ja vielleicht doch noch mehr. Steine. Bars wollen wir nicht. Cut Gems wollen wir nicht. Blocks wollen wir nicht. Raw Gems wollen wir nicht. Stones brauchen wir nicht. Kettenseile oder sowas brauchen wir nicht. Flasks brauchen wir nicht. Was wollen wir nicht? Durchschild, Green Glass, Durchschild. Keine Ahnung, was das ist. Windspiel oder was? Könnte sein. Ist die Gitarre oder sowas? Umbad Bone geguckt. Das ist ein Gong. Puzzle Boxes. Okay, nee, will ich auch nicht. Spielzeughammer. Spielzeugaxt. Käfige. Die sind aber alle leer. Könnt ihr wieder mitnehmen? Barrels. Was ist denn da? Das ist besondere Qualität hier. Hier ist ein Item drin. Potato Wine Barrel. Na, lass erstmal die Barrels sein. Die Buckets sind wohl alle leer. Crossbow, Copper Pick, haben wir irgendwo eine rumliegen gehabt, brauchen wir also nicht. Schuhe, High Boots, Low Boots, Shields, Bucklers, Caps, Hoods, Headscarves, ein Schal, hört sich cool an, ne? Vielleicht nehmen wir den ja. Hier sind Bags. Da ist wohl Mehl drin und da ist Sand drin. Da ist Asche, glaub da, ja, oder? Da ist Seeds drin. Ich weiß aber nicht welche. 20 Stück. Hier sind Melonensamen drin. Ach, warte mal, da steht vorne, habe ich nicht Squash. Keine Ahnung, was Squash ist. Hier sind Karotten drin. Binskisten oder was waren Bins? Ja, naja. Leather Bin. Das wäre noch ganz interessant. Okay, das ist dann noch aufgespalten. Okay. Lass erstmal drin. Stoff. Stoff wohl. Wieder Leder. Kann ich hier so? Ja, kann ich auch. Pfeile, Ohrringe, Large Gems, Fleisch, Fisch, Pflanzen, Leaves and Fruits, also the Mammoth, Fäden, jetzt auch nicht, die haben keine Samen mit, weil die hätte ich jetzt gerne gehabt, Käse, Splints, Seeds hätte doch hier sein müssen, oder? Und da sind Seeds und das war's. Sonst Shit auch. Dann nehmen wir ein bisschen Käse hier noch mit.
Guavas, Fäden, Leaves and Fruits, Plants. Da ist aber nichts, was ich haben möchte. Wäre noch Fleisch drin, ne? So, der ist der Gewinn. Large Gems, Earrings, Meat haben wir schon durch. Fisch wollten wir nicht. Arrows. Jetzt sollen wir nochmal das Leder hier nehmen. Hier war noch eine Kiste mit Leder. Ach so. Dann nimmt der nur die Kiste und nicht das Leder da drin. Kann das sein? Dann werden wir das wohl so machen müssen. Okay, jetzt sehe ich aber Trader Loss. Warte mal, dann ist das da oben mit der anderen Kiste ja genauso wahrscheinlich. Nehmen wir hier noch ein bisschen Leder. Warte, wir können noch mal weiter hochgucken, was war denn da noch? Contains white two grain horned melon. Können noch die Highboots mal gucken, was wir die kriegen. Okay, dann ist schon zu viel. Dann lassen wir halt noch Leder hier. Ja, das ist er noch nicht mehr zufrieden. Oder noch mehr Leder, ne? Hier. Komm, wir versuchen es mal. Vielleicht ist er da auch mit zufrieden. Warte mal, wir können das eine Bett noch auf den Markt schmeißen. Und jetzt geht's, oder? Ja, hat er gemacht. Wunderbar, dann sind wir da auch durch. Gut, dann ist das Handeln schon durch, würde ich sagen, ne? Haben wir das schon geschafft? Die hauen ab bald. Was heißt das? Meng, Waben, Schalt, Cancel, Spring, Item to Depot, Job, Item lost or destroyed. Okay, seine Aufgabe ist erledigt. Wahrscheinlich auch das. Der ist schon wieder ein Expeditionsleader, aber das war schon noch die ganze Zeit. Jetzt können wir mal gerade gucken. Schodol. Ne, das waren alle, ne? Off Duty. Wie Monty Plan hatten wir hier. Hat sich da jetzt was geändert? Lass es so. Was hier? Ja, die hauen bald ab oder sind abgehauen. Ja, dann packt mal ein und alles ist gut, ne? So, wir sind aber so weit, dass wir eigentlich auch gucken wollen, dass wir Einzelzimmer kriegen, ne, oder? Wie sieht es hier aus? Ja, das ist auch nicht so dolle. Hier unten wird noch, kann noch ausgehöhlt werden. Passiert auch noch nicht. Der Weg dahin ist aber frei. Ja, dieser Einzelweg war jetzt auch nicht so klug, ne? Haben wir ganz viele Steine schon mal. Und warum wird hier nicht weitergemacht? Fehlt uns ein mit der Pickaxe oder was? Craftsworks Workshop. Hier, der muss mal was machen, ne, oder? Wood, Stone. Mach Rocket Amulett und mach das unendlich. Diese hier kriegen die doch alle mit, aber die sind schon weg. Vielleicht sind das auch schon neue, die noch im Lager waren, kann auch sein. Hier sind auch schon. Ja, wir haben
Vielleicht wollten die auch nicht alle von der Qualität her oder so, kann auch sein. Ach, guck mal, jetzt wird hier endlich weitergebaut. Okay, geht erstmal, ne? So, wer sitzt hier drin? Carpenter's Workshop, Make Bed. Na, hör mal auf mit Betten machen. Ich glaube, jetzt haben wir erst genug. Vielleicht sollten wir mal Schränke und sowas auch noch machen. Obwohl. Ja, komm, mach mal da ein paar Truhen. Ja, nicht scrollen. So haben wir es wieder. So, hier war Stoneworker. Add new task. Was können wir denn hier noch so raus machen? Steinerne Tische. Throne, Table. Machen wir ein paar Steintische erstmal. Hier waren Chests machen, okay. Der macht die Amulets. Still. Ja, wir müssen Getränke haben. Sind nur noch 26 da. Das ist schlecht gelaufen. In der Küche. Machen wir ein paar Feinmeals. Was wollen wir hier reinbauen? Gute Frage. Ein Schlachter zum Beispiel. Das ist ja jetzt tatsächlich ausgehoben, ne? Hier ist auch ausgehoben. Jetzt ist er bestimmt hier unten auch schon fertig, oder was? Natürlich. Da können wir noch ganz viel anpflanzen, wenn wir es hätten, ne? Aber wir haben keine Samen. Nichts zu fern, da sind Dwarven Child. Okay, wir haben Nachwuchs gekriegt. Suntier has created a masterpiece Persimmon Wood Bed. Okay, sehr schön. Und da ist noch ein, ich glaube, Schaf oder Ziege gekommen. So, das heißt, wir wollten hier einen Butcher noch machen. Workshop. War das so? Farming, Warners, Ashery, Boyer, Garten, Dwarf. Clothing, Leather, Loom, nee, Kleider nicht, wir wollen schlachten. Läuft es unter Farming tatsächlich? Ja, macht das da, ist egal. Und hier? Machen wir daneben dann den Tanner. Ne, Farming war das. So. Auch passend. So, der wird auch schon gleich gemacht. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir noch Lagerfläche. Das. Accept und Animals. Ist das so richtig? Custom. Nee, das ist falsch. Nicht Animals. Wie kriege ich den jetzt umgeändert? Custom. None. Korps? Läuft das unter Korps? Nee, ne? Nee, der muss, da müssen Alpakas. Aber nicht Korps, das muss schon das Tier selber sein. Aber unter Animals passt das nicht.
Refuse? Ne. Schon wieder das Mausrad gedreht im Hintergrund, ne? Nee, das ist lagertechnisch irgendwie falsch. Wir müssen noch da ein Lager machen, auf jeden Fall für Fleisch. So, das Accept. Food. Ist da. Customize. Und Meat. None. Und dann All. Passt. Hier unten hatten wir jetzt den Tenner. Ja, gute Frage, wie das geht, ne? Ja, Leather, ne? Wir müssen jetzt erstmal hier noch eins bauen. Das akzeptieren wir und da muss Leather hin. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Und hier müsste aber, ja, was muss da rein? Keine Ahnung. Jetzt kommen hier schon Käfige an. Jetzt hat er doch den Dingens angenommen hier, sag schon. Stockpile 21. Ich wollte da aber keine Animals reinmachen. Ist das hierbei? Nee. Ah, das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, da muss ich mich nochmal anlesen. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.